willkommen, liebe Zuschauer. Ich habe heute einen Gast da, der ist zum ersten Mal im Fernsehen überhaupt, Roman Christian Haffner. Der ist, nimmt sehr viel mehr wahr als die meisten Dinge, wenn ich das beschreibe, ich das so richtig. Richtig, ja. Und hat gerade, da ist jetzt ein Buch rausgegeben worden von dir und Christiane Grüters und Frank Peschel. Das zeige ich mal kurz, die Reise als Schöpfer auf unserer Erde. Das ist natürlich eigentlich unser Thema hier bei Bewusst TV, genau, dass wir Schöpfer sind, aber die meisten Menschen haben da Probleme mit sich da was vorzustellen. Aber erstmal stell du dich mal vor, bist du ein Medium, so normal? Genau. Oder? Also ich bin kein Medium, also ich lese zwar oder scanne die Netze und lese aus, aber das ist bei mir automatisch, das passiert bei mir permanent. Also das normale Sehen oder normale Wahrnehmen wie normale Menschen ist für mich eher die Konzentration. Also bei mir ist genau andersrum. Und siehst du jetzt die Aura oder irgendwas oder Farben? Genau, oder wie nimmst du mich jetzt wahr, so hier als Moderator mit Nadelstreifenanzug, oder siehst du da andere Dinge? Okay, jetzt bin ich noch konzentriert, weil durch das Licht und so, aber normalerweise, wenn ich jetzt mich nicht konzentriere, dann würde ich einfach nicht nur die Aura, sondern ich würde bis zu den Organen reinsehen können. Gut, dann brauche ich nicht zum Arzt, dann erzähl mal, die Niere ist nicht ganz in Ordnung. Oder kannst du dich jetzt so entspannen oder musst du dann... Das mache ich dann weniger, also ich könnte schon sagen, aber normalerweise mache ich das meist dann nicht direkt. Ja, aber du nimmst eben sehr vielen Ebenen wahr, du hast gesagt aus dem Netz, aber jetzt nicht aus dem Internet, sondern ist das die Akasha-Chronik oder ist das wie nein? Es gibt ja verschiedene Begriffe vielleicht dafür. Genau, also ich würde es nicht so nennen, weil es gibt ja so viele Energie, also Bewusstseinsnetze, so nenne ich das mal, wo man lesen kann, und die Akasha-Chronik ist eine davon, aber es gibt ganz viele, es gibt so viele, dass man gar nicht sie zählen könnte. Mhm. Und das Spannende ist, wenn man welche liest, die zu uns Bedeutung haben, also nicht die jetzt so weit weg sind, dass wir sie eigentlich gar nicht mehr benutzen können. Und Netze, Felder, ist das so, dass jeder von uns auch in die Felder rein oder in das Netz reinschreibt sozusagen? Kommen da die Informationen rein, was ich so mache oder was ich denke, oder wie funktioniert das? Also es ist Schöpfer schreiben in Netze rein, das kann man auch auslesen. Also die schon bewusst sind, die noch nicht so bewusst sind, die haben Signale drin, aber die schreiben nicht unbedingt. Und die lesen dann selbst meist aus über sich oder über andere und können damit dann arbeiten. Aber wer reinschreibt, der ist dann wirklich bewusst in die Netze und kann auch dann hinterlässt auch Spuren, wenn er will. Also nochmal so, die meisten Menschen, sage ich mal, hier auf dem Planeten, hat man ja auch das Gefühl, die sind sich nicht so bewusst, die leben im Grunde, ja, ist das, dass sie so ein Schicksal leben, was im Grunde auch schon mehr oder weniger vorgezeichnet ist, dass sie aus karmischen Gründen oder was auch immer bestimmtes Leben haben, was sie dann auch leben und da selber eigentlich auch nicht viel dran verändern, aber wenn man sich's bewusst macht oder wird eben bewusst, dann könnte man eben dieses Schicksal auch ändern, oder wie? Also genau, also zum Karma sage ich jetzt mal, das Karma ist ja nur ein Bewusstsein, die man mitnimmt auf die Erde, um irgendwie sich physisch erstmal festzumachen hier auf der Erde. Aber es hat keine Bedeutung für den Einzelnen. Und das Leben tut man dann auf der Schöpferebene, oder kommt darauf an, auf welcher Ebene man sich dann befindet, ob man sich ein Lichtwesen oder Schöpfer ist, ist so, dass man gewisse Punkte sich reinsetzt, die man laufen kann. Aber das sind so Lebensstationen. Genau. Mhm. Aber die werden meist sehr schnell, wenn man bewusst wird oder in die Richtung bewusster wird, lösen die sich auf, wenn man dann ganz neu steuert. Das heißt, man hat eigentlich keine festen Punkte, man hat nur virtuelle Punkte, um überhaupt einen Weg zu haben. Aber die sind eigentlich meist nach so ab dem 15. Lebensjahr ändert sich das ganz schnell. Bei jedem Menschen bei den bewussten Menschen? Bei jedem Menschen. Also es ist kein fest vorgegebenes Schicksal. Also auch wenn ich jetzt zur Wahrsagerin gehe, dann kann die allenfalls sehen, dass da mal was sein könnte, aber es muss nicht sein. Also ich kann mich da auch von wegbewegen von diesem Weg. Genau, also was eine Wahrsagerin sagt, ist ja meist vom Bewusstsein her nur das Karma, was er mitgenommen hat, um sich physisch darzustellen. Aber es hat ja keine Bedeutung für ihn selbst oder für die Person. Und dadurch liest sie was eigentlich gar nicht an Bedeutung für diesen Menschen ist. Deswegen liest sie nicht die Punkte, was er wirklich machen kann. Das sind dann ganz andere Stationen, und die würde dann durchleben oder in die Richtung gehen.
Aber wenn er, und das muss er, da muss er nicht bewusst sein, sondern das passiert von selbst, weil das Schöpfersystem, das dahinter steht, immer guckt, dass diese Punkte in einer gewissen Weise von selbst passieren. Es ist aber nicht so, dass jetzt alles vorgeschrieben ist, wie einige sagen. Also das, ich habe, also jeder Mensch hat sozusagen wirklich die freie Entscheidung, jetzt zu sagen, ich nehme jetzt das Buch hoch oder nicht. Das ist nicht festgeschrieben. Genau. Aber es gibt bestimmte Sachen, vielleicht auch, weil der Mensch was lernen will, also bestimmte Erfahrungen machen will oder. Also es gibt energetisch gesehen nichts Festes, gar nichts Festes. Die Punkte sind ja auch nur virtuell. Das heißt, sobald man in irgendeine Bewegung sich selbst merkt, dass man was verändert oder in eine Richtung geht, sind die Punkte aufgelöst. Das heißt, man kann zu jedem Zeitpunkt alles machen und es hat keine Richtung dann. Und umso mehr man merkt, dass man, wie sagt man schon, bewusst wird, umso mehr verändert sich das dann. Aber die meisten Menschen denken ja, das Leben ist so, ist weitgehend vorgegeben, man geht zur Schule und dann muss man einen Beruf lernen und arbeiten und was weiß ich, Geld verdienen, damit man leben kann. Das ist ja das Massendenken sozusagen, was natürlich auch irgendwo vielleicht manipuliert ist, kann man vielleicht später drauf kommen. Aber wenn die so denken, dann ist deren Leben auch mehr oder weniger dadurch vorgegeben, weil sie so denken, dass es so ist. Oder? Genau, aber das ist, aber vom Bewusstsein her ist das eigentlich das alte Bewusstsein, weil wir ändern das gerade und es wird immer mehr sein, dass die Menschen mehr, gar nicht mehr auf dieses alte System oder alte Wege gehen, so nenne ich das mal, weil das ganz schnell sich löst. Das heißt, das, was wir als früher fest geglaubt haben, dass man Beruf und alles so eins nach dem anderen macht, löst sich jetzt auf. Das heißt, sobald man jetzt da schon ins Bewusstsein kommt und anfängt selbst zu denken, entwickelt sich schon eine andere Bewusstseinsebene. Und das passiert im Moment kollektiv sozusagen für die gesamte Menschheit, auch wenn man sagt, ganz viele Menschen, die scheinen noch nicht wirklich aufzuwachen, aber bei denen passiert das auch, wenn es vielleicht auch noch nicht so sichtbar ist, aber es passiert im Grunde bei jedem. Das ist jetzt ein Prozess, zieht der sich noch hin oder sind wir da mittendrin? Wir sind mittendrin, also der Prozess ist mittendrin vor allem, weil die Menschen nicht nur aufwachen müssen alle, also es wachen viele Schöpfer auf, aber man muss nicht aufwachen, weil die aufgewacht sind, fangen dann an, das Spiel zu verändern. Also die steuern schon, dass man bewusster wird, dass man andere Sachen macht, die man vorher gar nicht gemacht hat und dann wird man auch bewusst. Also es steuert eigentlich, die Bewussten versuchen, alle anderen auch bewusst zu machen. Sehr spannend. Ich würde das nachher auch nochmal zum Schluss der Sendung eher natürlich den Ausblick in die Zukunft, aber ich möchte jetzt mal zurückgehen. Ist das nur auf der Erde so oder ist das auf allen Planeten so oder ist die Erde speziell, man sagt ja Schulungsplanet oder so, ist da was dran oder ist das, wie gesagt, überall im Universum so, gibt es solche Planeten vereinzelt oder was weißt du darüber? Okay, also die Erde ist schon ein toller Spielplanet, also in der Sicht, dass man dort wirklich physisch sich bewusst machen kann. Es gibt ja viele Planeten, wo man verschiedene Spiele macht, aber was auf der Erde besonders ist, dass wir mit diesem physischen Körper sehr viel machen können und dadurch mehrere Ebenen gleichzeitig bedienen können. Und wenn es jetzt mal andere Planeten gibt, da gibt es viele Ebenen, die sind sehr geistig oder die haben zwar auch physische Ebenen, aber nicht so fest wie hier. Also dass man vielleicht auf der physischen Ebene die gar nicht sieht, dass jetzt die anderen Planeten bewohnt sind oder genau. Doch? Also, aber dass das mehr feinstofflich ist? Richtig, es sind dann feinstofflichere Ebenen. Aber es gibt auch Planeten, die so ähnlich sind wie unsere. Natürlich, unser Planet hat jetzt die Besonderheit, dass der Schöpfer, der erzeugt hat, der sehr viel Spieltrieb hat und dadurch natürlich auch ganz viele dazu gerufen hat, die mitspielen. Und dadurch diese physische Ebene dann einen richtigen Spaßfaktor reingebracht hat. Okay, ja, den gibt es ja auch hier, aber im Moment erleben ja viele das Leben eher doch als beschwerlich, sehr viel Druck, sehr viel Auseinandersetzung, sehr viel Zerstörung und Vergiftung und so weiter unseres Planeten. Ist das zwangsläufig in dem Spiel oder ist das etwas, was sich so entwickelt hat? Oder? Okay, also die gehen wir jetzt bewusst von der Erde rein. Die Vergiftungen, die wir angeblich machen, berührt die gar nicht. Weil die von der Energie her jederzeit alles machen kann, dass es wieder normal ist. Und sie gibt uns viel Raum, um zu spielen, dass wir uns selbst entdecken und auch aufwachen. Und das ist eben das Besondere, dass wir physisch sehr viel hier anstellen dürfen.
und wir eigentlich in dem sich der Erde selbst keinen Schaden verursachen können. Die Menschen denken nur, dass sie einen Schaden verursachen können, weil sie denken, sie sind so groß, dass sie so viel vernichten können. Aber die Erde ist vom Bewusstsein her für die, die was zerstören, viel größer. Weil die Erde ist viel größer gegen die Zerstörung, die eigentlich da ist. Und letztlich ist es ja alles Schwingung, das heißt auch ein Gift oder was Giftiges, so eine radioaktive Strahlung ist im Grunde nur eine Frage der Schwingung und, genau. Und die kann auch kann die verändert werden durch einen Schöpfer jetzt zum Beispiel, dass wir haben ja viele Sendungen über Wasser gemacht, wir haben es ja gerade da, genau. Ist das so ein Beispiel, wo man sagen kann, also wir als Schöpfer können natürlich allein auch die Schwingung des Wassers ändern und dann ist es mal giftig nicht, genau. Aber ungesund oder mal gesund? Also das kann man, also man kann jede Schwingung als Schöpfer, wenn man bewusst ist, ändern, also ob es eine Negativschwingung oder positiv oder eine Strahlung ist, kann man immer die Energie immer ändern, die man möchte. Das ist ja dann wieder so ein physisches Spiel, wo wir damit lernen, damit umzugehen. Ja, also das ist wie gesagt den meisten Menschen wahrscheinlich nicht bewusst, aber wir haben sehr viel mehr Möglichkeiten, eben auch zu sagen, jetzt das Essen, wo man sagt, einfach durch unsere eigenen Gedanken die Schwingung zu erhöhen, dass es dann auch ganz verträglich genau, ist. Genau, das ist ganz leicht dann. Also umso mehr man bewusst wird, umso leichter kann man auch Essen ganz schnell aufschwingen, indem man sich drauf, entweder das Essen sich anguckt, also vom Bewusstsein her anguckt und dann einfach die Schwingung so angleicht, dass es für den Körper gut ist. Also es ist eigentlich gar nicht der, man macht keinen Prozess, sondern man guckt sich das einfach für sich an und guckt, was einem gut tut und dann schwingt es schon in der richtigen Frequenz. Im Grunde ist es ja immer wieder erstaunlich zu beobachten, was wir so auf der Erde alles anrichten und dass es trotzdem eigentlich ja, die Menschen sehr viel aushalten, sage ich mal, sehr, sehr sich anpassen, ob man jetzt Fukushima, die Menschen, die leben da auch noch irgendwie. Man hat ja angenommen, dass irgendwann Japan gar nicht mehr bewohnbar ist, aber trotzdem geht es da weiter. Das ist nur ein Beispiel. Ist es so, dass der Mensch einfach, wenn er... das hat da geknallt. Okay, wenn er das Bewusstsein positiv ausrichtet und einfach Leben weiterlebt, dass er dann auch so scheinbar giftige und gefährliche Sachen überwinden kann? Kann, also wenn er, sobald er anfängt mit seinem Körper zu arbeiten, vom Bewusstsein her, dass er sein Wasserhaushalt tuned, dass er dann gegen Strahlungen immun wird, kann er vom Bewusstsein her in einem ganz starken Strahlungsgebiet leben, ohne dass er eine Strahlung abkriegt. Also es ist eine bewusste Sache, aber es ist auf jeden Fall möglich. Es ist auch nicht schwer. Die Menschen müssen nur diese schwere Schwingung oder diese Negativschwingung gar nicht als wahrhaftig sehen, sondern ihre eigene Schwingung. Und dadurch programmieren sie dann diese Energie im Wasserhaushalt um und das wird dann zu neutraler, guten Energie. Es ist ja so, auch wenn Leute krank sind und man sagt, steck dich nicht an und so, dann kann man natürlich entweder sagen, ja, jetzt hat er mich angesteckt oder so. Oder ich zum Beispiel, wenn mir jetzt jemand sagt, ich habe die Grippe, steck dich nicht an, dann sage ich, das interessiert mich gar nicht, weil ich steck mich nicht an. Ist das so einfach, wenn man das Denken eben so bewusst dahin ausgerichtet hat, dass man sagt, also das, was du mir da jetzt überstülpen willst von deinen Krankheiten, das betrifft mich gar nicht, weil ich... Das ist nicht mein Ding. Also wenn man sehr sensibel gut mit seinem Körper umgeht, kann man das ganz schnell machen, dass man keine Kranken annimmt. Wenn man nicht achtsam ist dann und der Körper selbst noch, wie sagt man schon, so wahllos ist und nicht mehr so nicht bewusst behandelt wird, dann passiert das natürlich schnell. Ist aber klar. Genau, aber wenn man bewusst damit umgeht, in der Sicht, dass man sagt, okay, das Signal im Körper gibt, du kannst mich nicht anstecken und man das für so klar mit sich im Körper ist, dann wird der Körper auch sofort sagen, okay, ich habe eine Resonanz, da kommt nichts an oder ich verändere es gleich. Aber es ist klar, du hast es gesagt, natürlich, wenn ich den Körper ständig sozusagen missbrauche und ständig nur wirklich die schlechteste Nahrung zuführe, dann wird der Körper irgendwann vielleicht auch mal mir zeigen, dass das nicht so... Also Krankheiten sind im Grunde immer ein Hinweis, guck mal, irgendwo gehst du da nicht wirklich gut mit dir um oder wie? Entweder so oder was er auch, der Körper ist ja unsere physische Spielwiese auch, die wir direkt 1:1 haben und Schöpfer probieren dann oft Sachen aus oder lassen Sachen zu, um zu gucken, wie stark sie dann vom Bewusstsein her es wieder umändern kann.
Das heißt, wenn sie dann aufwachen, können sie, oder wenn sie so im Halbwachstadium sind, können sie dann ganz schnell merken, wie stark sie dann schon ihren eigenen Körper beeinflussen können. Und dann können sie natürlich auch andere Sachen physisch ganz schnell beeinflussen. Und das ist ein, aber Schöpfer sagst du jetzt, das sind nicht alle Menschen. Oder wie? Oder werden jetzt alle zum also Schöpfer? Also von der Grundenergie sind wir alle Schöpfer. Wir haben nur verschiedene Stadien. Das heißt, es gibt Lichtwesen, es gibt Systeme, es gibt wache oder nicht wache oder aktive Schöpfer. Und jeder ist in seinem Standpunkt so weit, dass er immer sofort in Schöpferbewusstsein sein kann, vollkommen, und kann auch aus alles verursachen. Also jetzt aus dem Stand genau. Könnte ich wirklich zum Schöpfer werden, einfach indem ich sage, aber die meisten haben natürlich Zweifel und denken, ja, das genau. kann so geht das ja auch nicht. Also, ja. Also die meisten haben vor allem Angst, das wirklich zu sein. Weil das heißt, man ist dann ganz selbstständig, das heißt, man alles, was man tut in dem Augenblick und jede Bewegung oder jedes Handeln, was man tut, ist wirklich dann eins zu eins wird ausgeführt. Das ist dann natürlich auch gefährlich, weil genau. Wie oft haben wir einen dummen Gedanken, dass wir sagen, oh, hoffentlich werde ich nicht krank und zack, wenn sich das dann sofort manifestiert, ist natürlich auch, will man auch nicht immer alles haben. Das heißt, wir tasten uns da jetzt sozusagen langsam ran, dass sich nicht alles sofort auswirkt oder wie, damit wir es lernen, damit umzugehen. Sagen wir so, wenn wir jetzt schon auf dem Prozess sind, dann können wir ruhig auch solche Gedanken haben, die verursachen dann noch nichts, weil ja die Energie viel stärker ist und ja der Weg klar ist, dass man vom Bewusstsein her solche Sachen gar nicht mehr an sich ranlässt. Aber der Glaube, dass man das ist, das ist eigentlich das Wichtigste, dass man eigentlich nicht mehr in das Bewusstsein geht, ja, ich bin es heute mal, morgen bin ich es nicht. Oder jetzt bin ich es mal schnell, weil mein Ego stark ist, und dann später bin ich es nicht mehr, weil dann irgendeiner was sagt und ich so wuff, wieder runterfahre. Das ist ja auf diesem Planeten sehr verbreitet, dass man uns eigentlich ständig irgendwie klein macht. So Minderwertigkeit ist ein ganz beliebtes Spiel, kenne ich auch sehr gut. bin ich gut genug, bin ich was weiß ich. Man kriegt ja 1000 kleine Programme eigentlich so rein von Kind an, dass man irgendwie nicht gut genug ist. Ne? Und dann hat man natürlich ständig Zweifel, auch Schöpfer zu sein. Das kommt ja alles irgendwo her. Ist das jetzt in diesem Spiel, du hast gesagt, die Erde ist ein Spielplanet, in der Schöpfung so angelegt? Oder sind da auch vielleicht irgendwelche Einflüsse von außen, also Außerirdische, sage ich mal, gekommen, die vielleicht irgendwelche negativen Absichten hier auf der Erde verfolgen? Gibt es die oder ist das... Also ich würde jetzt außerirdisch würde ich das nicht nennen. Es gibt so außerirdische, sind eigentlich nichts anderes als Schöpfer von anderen Planeten, die dann hier mittesten oder spielen. Aber im Endeffekt sind alle Schöpfer, die hier sind, bewusst, dass sie hier sind. Also es sind keine in der Hinsicht Außerirdischen. Mhm. Sie haben vielleicht andere Schwingungsebenen und haben vielleicht andere Bewusstseinsebenen, weil sie schon vieles gemacht haben und können dadurch ganz andere Ebenen bewirken oder verursachen. Aber sie sind jetzt nicht, würde ich nicht außerirdisch nennen. Mhm. Und wenn man jetzt zum Beispiel jetzt mal Raumschiffe nimmt, sind die ja schon fast wieder unmodern, weil wenn man als Schöpfer kann man sich überall sein und kann sich auch, wenn man physisch den Körper benutzt, kann man ihn auch irgendwo hinbeamen. Also das wäre ja dann schon fast, bräuchte man ja ein Raumschiff dann nicht mehr. Ist ja schon wieder. Ja, das ist also oldschool sozusagen, genau. Dampfraumschiffe. Aber es wird ja oft gesagt, dass wir hier auf diesem Planeten eben Einflüsse haben von, sagen wir mal, negativen Kräften, die uns irgendwie kontrollieren wollen, die wie auch immer, ich will jetzt gar nicht alle ansprechen, aber du hast da sicherlich dich auch schon mit befasst, oder was ist da dran und wie gehen wir damit um? Sind wir tatsächlich, wenn wir uns bewusst werden, stärker als die, dass wir sagen können, die können manipulieren, wie sie wollen? Wir machen jetzt unser Ding, wie wir es wollen, oder wie? Also es gibt ja verschiedene Spielwesen, die gute oder die nicht gute, wie man es bezeichnen will. Und ein Schöpfer hat ja auf allen Ebenen gleich viel Spielwiese. Das heißt, wenn er jetzt was manipulieren will, dann spielt er genauso für sich ein gutes Spiel, für die anderen vielleicht nicht. Und die er alle beeinflussen kann, die spielen natürlich nach seinem System, nach seiner Spielwiese. Sobald wir bewusst sind, können wir uns rausnehmen und müssen dann nicht mehr mitspielen. Und diese Manipulation, die man sagt, diese Mächte, die negativ sind, sind eigentlich nur Schöpfer, die schon lange spielen und einfach mal andere Sachen spielen. Die, sagen wir so, die nicht immer an das Gute, also für die ist es ja auch was Gutes, weil die einfach was bewegen wollen, so dass man ja auch aufwacht. Im Endeffekt wachen ja dadurch auch welche auf wieder.
Ob in welche Richtung sie spielen, ist dann die Frage. Also gucken einfach mal, was passiert, wenn man das und das macht und wenn die Menschen sich dann noch drauf einlassen und in diese negative oder diese rückwärtsgerichtete Entwicklung gehen, dann sagen wir, ist ja interessant, die machen das auch noch mit, bräuchten sie ja gar nicht. Genau. Oder wie? Also es ist ein Spiel. Das ist ein richtiges Spiel und es gibt Schöpfer, die ganz gern das spielen und sehr lang das schon spielen, weil durch die Kriege oder die Sachen, die sie verursacht haben, haben sie eigentlich testen wollen, wie weit sie selbst spielen oder wie weit sie dort Spaß haben. Und meist bleiben sie dann, weil sie das dann schon gut geübt sind, so sage ich mal. Aber die kann nur auch von einer Sekunde auf die andere die Sache wechseln. Oder durch einen anderen Schöpfer, der dann plötzlich mitspielt, der das ganze Bewusstsein gar nicht wahrnimmt und dann eine starke Schwingung hat, dass sich alles gut ist. Also wenn wir jetzt, sage ich mal, so was wir als negativ sehen, so eine satanische Energie, also so richtig was Böses, Dunkles, Finsteres, Grausames. Das ist für einige ist das nur ein Spiel und wir werden dann betroffen davon, wenn wir auch denken, wir spielen das Spiel mal mit oder genau, also das meiste auf einer Ebene, also es gibt ja, ich habe gesagt, das Lichtwesen oder Systeme gibt, also es sind verschiedene Abstufungen von Schöpfer, vom Bewusstsein her. Und die Lichtwesen meist spielen solche Spiele, weil sie sich dort erfahren können, wo sie stehen, ob sie gut oder nicht gut sind und spielen dort richtig. Und wenn man umso mehr man aufwacht, spielt man dieses Spiel gar nicht mehr mit, weil man versucht, sein eigenes Spiel zu spielen. Das heißt, man geht nicht mehr was Negatives oder Positives, sondern man guckt, wo man von der Resonanz am meisten Freude für sich selbst hat. Und diese, sagen wir so, diese satanischen Sachen sind ja Spiele, die sehr gut ausgetüftelt sind vom Bewusstsein her, aber einen nicht mehr berühren, wenn man in irgendeine Richtung aktiv wird. Du hast eben gesagt, dass die auch sozusagen gucken, über sich rausfinden wollen, ob sie gut sind oder wie gut sie sind. Also das ist ja eigentlich etwas, was wir ständig überlegen, bin ich gut im Vergleich, vergleichen uns mit irgendjemand anderem und denken, oh, der ist besser oder wie auch immer und wollen aber vielleicht dann auch gut, besser sein sozusagen. Aber gibt es das eben auch in die andere Richtung, dass man sagt, gut ist für mich, böse zu sein? Ja, auf jeden Fall. Also das Böse heißt ja nicht, dass es böse kann, ist ja genauso wie gut. Das ist ja kein Unterschied. Also für manche sind böse Sachen positiv und für sie sind dann die guten Sachen negativ oder böse. Und die spielen das halt so lange, bis sie dann einen Switch machen. Dass sie halt das wieder anders sehen. Aber da gibt es ja auch Leute, die davon betroffen sind, sagen wir Opfer jetzt von irgendwie Missbrauch oder was auch immer, wo man denkt, das ist es gibt die alte Frage, wie kann Gott das zulassen? Das ist natürlich eigentlich eine dumme Frage, aber wie hängt das zusammen, dass ein Opfer, jetzt spielt er das Spiel einfach mit, auch ist er sich vielleicht gar nicht bewusst, dass er auf einer Seelenebene vielleicht sagt, ich gehe mal in das Spiel rein oder wie funktioniert das? Also bei so Missbrauch oder anderen Sachen ist oft so, dass es junge Lichtwesen sind, also die eigentlich von der Energie her noch gar nicht viel gespielt haben und einfach mal alles austesten. Und für die ist es jetzt nicht negativ oder positiv, sondern die testen einfach alles auf physischer Ebene aus, weil sie für sich dieses Physische wahrnehmen wollen, was passiert. Von der geistigen Ebene oder von der Schöpferebene ist es dann so, sind die dann sehr, wie sagt man schon, haben die das schon abgeklärt für sich. Also die wissen schon, was da passiert, aber sie wissen es nicht physisch, weil sie es bis dorthin noch nicht gefühlt haben. Im Endeffekt hat es dann aber keine Bedeutung mehr. Das ist also so ähnlich, wie sich jetzt hier jemand vielleicht einen Horrorfilm reinzieht und sagt, ich will einfach mal gucken, was ich da aushalten kann. Und das machen ja auch ganz viele für mich manchmal unverständlich, aber das ist im Grunde so dann oft aus der Ebene, dass man sagt, ich gucke mir jetzt nicht einen Horrorfilm an, sondern ich gehe da mal rein und guck mal, wie das ist. Genau, also die leben dann den Horrorfilm live aus, so könnte man es. Letztlich können sie ja nicht zerstört werden, weil der Körper kann zerstört werden, aber nicht das, was man wirklich ist. Genau. Das wissen die dann und gehen dann da auch rein mit der vollen Konsequenz sozusagen. Das ist natürlich sehr spannend, weil ganz, wenn man das aus dem Aspekt der Menschlichkeit sieht, ist für viele dann so schrecklich. Ja. Aber aus der Schöpferebene ist es ja nicht schrecklich, sondern es ist einfach eine Erfahrung, die aber dann auch später wieder an Bedeutung verliert. Man hat einfach ein Spiel intensiv mitgemacht und geht wieder raus.
Jetzt ist ja die Gefahr der Angst eine ganz große, dass man, ob man da jetzt Angst hat, missbraucht zu werden oder irgendwo in so eine ganz schlimme Situation zu kommen. Ist jetzt die Angst dann die Gefahr, dass ich da auch in Resonanz gehe und dann davon vielleicht dann damit auch konfrontiert werde, weil ich meine Angst nicht angesehen habe oder wie? Angst ist nochmal eine ganz spannende Schwingung, ist eine Schwingung, die für die physische, menschliche Ebene entwickelt worden ist, dass man bewusst merkt, dass man Situationen in dem Augenblick ändern kann. Also das ist wie so ein Signalgeber, dass man sagt, ah okay, jetzt spüre ich was, was hatte ich jetzt Lust wirklich zu tun? Mhm. Wir haben es aber dann so programmiert, oder die meisten Menschen haben es dann so, benutzen es so, dass sie dann so in die Angst gehen, dass sie das als Tatsache nehmen und nicht mehr als Signalpunkt oder halt als Veränderungspunkt und gehen dann so in die Angst rein, dass sie dann diese Angst auch ausleben müssen, weil sie ja dran Spaß finden dann. Also Spaß ist dann, kann auch negativ oder positiv sein, dass sie dann so eine Freude dran finden, das wirklich mal auszuleben. Also das ist im Grunde, wenn ich mich jetzt die ganze Zeit mit negativen Dingen beschäftige, in Anführungszeichen, immer dann sagt das Universum sozusagen, ja, offenbar will der das mal erleben, weil er befasst sich ja dauernd damit. Dann wäre es also beim Angstthema immer wichtig, dass man sich das bewusst macht und sagt, ach, ich habe dauernd Angst, dass mir das und das passiert, warum eigentlich? Und ich glaube, ich muss da mal rausgehen, ich will das ja gar nicht, oder wie? Genau, also man muss gucken, wo eigentlich der Ursprungspunkt ist für sich, wo man sagt, warum habe ich überhaupt diesen den Signalpunkt jetzt übersehen und bin schon in diesem Spiel drin. Und wenn man den kann man, findet man meist sehr schnell, weil man ja eigentlich den spürt. Also man spürt den und weiß dann, ah okay, das ist es. Und dann kann man das lösen. Dann kann man auch wieder rausgehen. Mhm. Es ist natürlich schon ein gewisses Bewusstsein, wo man dann mit sich wieder arbeiten darf und in die Ebene gehen darf, dass man mehr ist als dieses Angstthema oder diese schrecklichen Sachen. Die meisten gehen ja dann so tief rein, dass sie sagen, sie sind nur noch das, was sie erleben, aber merken gar nicht mehr, dass sie was ganz anderes sind. Und die Welt, die wir im Moment haben, die ja, wie gesagt, mit ganz vielen Ängsten auch besetzt ist, also wenn wir den Fernseher einschalten, dann kommt da immer Angst vor Krieg, Angst vor Terror, Angst vor, dass das Geld nicht reicht, Angst vor Krankheiten und so weiter. Es gibt tausend Ängste, die uns im Grunde ja ständig um die Ohren behauen werden sozusagen. Das ist im Grunde ein Teil des Spiels und als wenn wir bewusst werden, dann können wir sagen, ich muss mich da ja gar nicht mehr mit befassen. Das genau. Das ist ein Spiel und ich spiele das nicht mehr mit. Genau, dann muss ich mich da nicht mehr damit befassen, aber wir werden natürlich dauernd konfrontiert mit den Sachen, die da sind. Und wenn wir damit konfrontiert werden, können wir aber uns dadurch immer mehr rausnehmen und den Menschen, die dann wirklich das erzeugen, auch das Bewusstsein geben, du musst es nicht mehr erzeugen. Aber man muss dann selbst erkennen, dass man dort nicht mehr mitspielt. Das heißt also, umso mehr man von den Angstsachen wahrnimmt, umso leichter ist es rauszukommen. Ja. Und die Schöpfer, die jetzt da diese Angstszenarien ganz viel über die Medien überall reinlassen, die wollen eigentlich was Positives, sie wollen eigentlich alle aufwecken, weil die sagen, irgendwann muss doch der Mensch physisch wahrnehmen, dass das gar nicht mehr real ist. Wie viel müssen wir denn noch anstellen, dass sie merken, dass das gar nicht real ist, sondern dass es nur ein Spiel ist. Aber da die Menschen so an dieses Spiel gewohnt sind, lassen sich gerne noch tiefer reinziehen und sind dann nicht bewusst so schnell. Aber das ändert sich gerade in der Zeit, weil momentan vom Bewusstsein her die Menschen merken, die Realität, was im Außen gezeigt ist, ist gar nicht mehr real. Und dadurch springen sie dann raus. Ist das so dieser 2012 Bewusstseinsprozess? Da sind wir im Grunde schon drüber weg, aber es war ja dieses eine Datum. Wir haben da auch einige Sendungen drüber gemacht. Ist das jetzt eine besondere Zeit, wo das tatsächlich stattfindet, oder ist das irgendwo, haben wir einen völlig falschen Kalender und das ist eigentlich erst in 50 Jahren oder in 500? Oder sind wir da jetzt tatsächlich 2012, 13 in so einer Entwicklung, wo jetzt das stattfindet und egal? Also wir sind schon in einer besonderen Entwicklung, weil jetzt 2012, 2013 hat die Erde und Sonne ein Bewusstsein bekommen. Die sind also, es ist ein Schöpfer, der sich wieder vereint hat. Mhm. Und dadurch natürlich eine ganz andere Schwingung auf der Erde ist und viel mehr Bewusstseinsebenen sind, wieder mehr Informationen und dadurch natürlich viele Menschen auch das wahrnehmen. Und dadurch natürlich auch die Zeit, Energie verändert sich.
Und deswegen ist es schon eine sehr besondere Zeit, weil 2013 ist vom Bewusstsein her die Zeit, wo Zeit und Raum sich trennen und dadurch für die Menschen auch nochmal eine neue Ebene eintritt, wo sie merken, die Zeit ist nicht mehr das, was der Raum ist. Mhm. Und sie es aber am Anfang noch nicht regeln können. Ja, wie geht man, das kann ich mir jetzt auch noch nicht so richtig vorstellen. Also wie soll das sein, dass Zeit und Raum nicht zusammengehören? Also ich bin ja jetzt hier im genau. Raum und es ist jetzt 3:15. Genau, also umso mehr man, also es ist jetzt so, dass die Zeitschiene, die ist eine Schiene, wie die immer da ist und die kann vorwärts oder rückwärts laufen. Wir kennen aber nur das von der menschlichen Ebene, dass sie in eine Richtung läuft. Und der Raum ist ein eigenständiger Raum, der, wenn man dort sich drin auffällt, man nicht auf der Zeitschiene ist. Und umso mehr man merkt, dass man den Raum und die Zeit auseinandernehmen kann, das entwickelt sich jetzt eben gerade, kann man dann im Raum also entstehen lassen und dann auf der Zeitschiene platzieren. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel das Interview machen und wir in den Raum gehen würden, würden wir das Interview, was ich in einer Sekunde auf der Zeitschiene haben, aber vielleicht 5 Stunden insgesamt im Raum reden. Okay. Was aber auf der Zeitschiene dann ein ganz schneller Punkt ist, wo ganz viel gezeigt wird, aber dann wahrscheinlich keiner mehr versteht. Ja. Und dann müsste man die Zeit so machen, dass es wieder physisch sichtbar ist. Aber das ist eben das, was sich gerade jetzt verändert. Ist es da dann auch möglich, dass man Sachen sozusagen rückwirkend verändert? Kann man. Also, dass man sagt, da ist irgendwie mal in meinem Leben irgendein Programm gesetzt worden, was mich heute immer noch wieder beutelt oder wie auch immer. Also könnte man, indem man einfach die Zeit schon, die hat ja keine Richtung, hin und her geht, springt, aber dazu muss man dann wirklich bewusst sein. Mhm. Und man alles, was man verändert, verändert natürlich auf der Zeitschiene verschiedene Schwingungen, die natürlich dann wieder in der Zeit, wo man sich gerade auffällt, natürlich auch wieder den Raum verändern. Also die Art. Und das muss man natürlich bewusst mitdenken. Ich glaube, das muss man erstmal lernen und auch erfahren, wie das ist, wenn das auseinandergeht. Aber das ist jetzt etwas, was stattfindet und wo wir so langsam reinwachsen. Genau, das ist eben jetzt 2013, wo er angefangen hat. Und durch dieses neue Bewusstsein von Sonne und Erde, die ja ein gemeinsames Bewusstsein haben jetzt und dadurch das überhaupt möglich ist. Was würdest du denn jetzt Leuten sagen? Es gibt da Zuschauer vielleicht irgendwo im Bildschirm, die sagen, ja, mein Gott, ich habe Hartz IV und ich weiß nicht, wie ich es schaffen soll und dann kommt das und das und dann Mama ist krank und so. Weißt du, es gibt 1000 Schicksale, wo man sagt, oh, die haben es aber auch nicht leicht oder die haben sich da ein schwieriges Leben geschaffen. Was kann man denen sagen, wie kommen die raus aus so einer ganz schwierigen Lebenssituation? Also ganz wichtig ist ja, dass man erstmal erkennt, wo seine Fähigkeiten sind, also seine bewussten Fähigkeiten. Nicht nur die menschlichen, sondern seine Bewusstseinsfähigkeiten. Und jeder hat eine Fähigkeit, die er dann anwendet. Manche können durch Gedanken mit Menschen gleich das sagen, was die denken wollen oder hören wollen. Also ganz verschiedene Ebenen, wo man dann ganz schnell rausfinden kann, was sie vom Bewusstsein her können. Und das, wenn sie das sich, wie sagt man schon, gucken, wo sie stehen oder was sie für eine Kraft haben, über die können sie dann eigentlich, kommen sie überall raus. Das heißt, wenn man weiß, wo seine Kräfte sind, kann man dann mit Menschen in Kontakt kommen, wo man dann eigentlich aus der Situation rauskommt. Wo man dann eigentlich gar nicht mehr diese schwierige Situation, die man hat, ob man keinen Job hat oder krank ist, hat dann keine Bedeutung mehr, weil man ja dann vom Bewusstsein her die Fähigkeit auslebt, die man schon immer hatte. Und in der Hinsicht steigt man aus dem alten System raus. Das ist spannend, sicherlich jetzt auch eine Herausforderung für viele in einer Situation, wo es ganz haarig ist sozusagen zu sagen, okay, jetzt mache ich mir mal bewusst, warum habe ich mir das erschaffen oder warum ist das jetzt? Ich will das ja eigentlich gar nicht, also das ist mir ja unangenehm, sonst wäre es ja nicht. Aber ich muss das Spiel ja eigentlich auch nicht mehr mitspielen. Also wenn da irgendwie, was weiß ich, ob es der blöde Nachbar ist oder das Finanzamt oder Gerichtsvollzieher oder GEZ steht an der Tür, kann ich einfach dadurch was anderes erschaffen, indem ich sage, ich spiele dieses Spiel nicht mehr mit? Kann man, aber in dem Augenblick muss man natürlich, ist man meist wahrscheinlich noch gefangen. Also wenn jetzt zum Beispiel die GSZ vor der Tür stehen würde, wäre man ja nur in dieser physischen Welt erstmal gefangen. Aber wenn es dann vorbei ist und dann sich bewusst macht, wo man steht, vom Geist her, was seine Fähigkeiten sind,
dann kann man dort rauskommen. Also dass man dann anfängt, oder wenn man schon in der Situation ist, dann sagt, okay, wo sind wirklich meine Fähigkeiten, meine bewussten Fähigkeiten? Nicht die physischen, sondern die geistigen Fähigkeiten. Und viele wissen sie, aber würden sie sich nie trauen zu sagen, weil sie denken, dass wenn das jemand erfährt, dann ist es ja spacig oder man darf das dann nicht reden und so. Aber genau das sind eigentlich die Stärken, die sie haben, um dann eigentlich aus der Situation rauszukommen. Das ist im Grunde etwas, was ganz viel jetzt im Moment passiert, dass sich Menschen bewusst werden, dass das System, was wir haben, eigentlich krank ist und dass es eigentlich nicht mal Gründe gibt für Steuern zu zahlen oder GEZ oder Ordnungswidrigkeiten, also auch diese ganzen systemischen Sachen einfach hinterfragen. Das kommt ja auch ganz viel, das entdeckt wird, wie haben die das eigentlich konstruiert? Warum muss ich denn jetzt GEZ, gibt es gar kein Gesetz für, oder warum muss ich das und das? Das kommt an allen Ecken und Enden, das ist ganz interessant. Ist das jetzt ein Zeichen dieser Zeit, dass die Leute das System hinterfragen und sagen, ich bin ein Mensch, warum behandelt ihr mich hier wie jemand, der irgendwie eine Sache ist? Also das ist ja immer das alte Spiel noch. Die Menschen haben alle gebraucht noch so ein Korsett am Anfang oder haben sich viel mit so Korsetts reingehen lassen, dass sie, wie sagt man schon, gesteuert werden, dass sie selbst nicht aufwachen müssen, dass sie einfach einen Weg kriegen und da werden sie so lange, wie sagt man schon, immer enger gesetzt, bis sie dann eigentlich sich nicht mehr bewegen können. Und jetzt bricht es ja auf, weil die meisten so langsam anfangen, bewusst zu werden und merken, dass dieses Korsett, wo da ist, ist ja gar nicht echt. Es ist ja nur ein virtuelles Sache, die irgendjemand erzeugt hat, um uns zu halten. Ja. Also wir haben es mitgemacht, weil wir dachten, wir wollen eine gewisse Bequemlichkeit und wenn das alles vorgegeben ist, was ich machen muss im Leben, dann brauche ich ja auch mir jetzt nicht dauernd einen Kopf zu machen und auch nicht immer Verantwortung übernehmen. Wie ist das denn mit der Verantwortung? Also ich als Schöpfer habe dann auch schon die Verantwortung für das, was ich erschaffe? Definitiv, also immer. Und umso mehr wir uns darauf einlassen, umso mehr Verantwortung übernehmen wir dann. Das heißt, wenn wir dann wirklich mal vom Bewusstsein her sagen, jetzt bin ich mein Schöpfer, also jetzt bin ich meine eigene Kraft, dann ist alles, was ich tue, eins zu eins das, was ich verursache und wo ich mich verantworte dafür. Und dann ändert sich das ganze Leben drumherum, weil alles, was ich mache, hat ja dann eine Verantwortung und ich mache es halt nur, weil ich entweder eine Freude habe dran oder weil ich einfach was bewegen will, dass andere Menschen wieder in Bewegung kommen, denen es dann gut tut. Weil man tut dann nicht mehr Sachen, die unbequem sind, weil man eigentlich dann wirklich was erzeugen will oder was bewegen will. Ja, also für einige muss das erst so eng werden sozusagen, genau, dass sie sagen, so, jetzt ist es wirklich nicht mehr bequem in diesem Käfig, jetzt muss ich sehen, dass ich irgendwas mache. Und das ist dann ja auch quasi ein Aufruf, bewusst zum Schöpfer zu werden, zu sagen, das will ich jetzt nicht mehr. Und dann auch zu sagen, was will ich denn stattdessen? Also wenn man jetzt zum Beispiel, ganz viele gehen in das Burnout gern, das sind Menschen, die sich so lange ins Korsett gedrückt haben, bis sie eigentlich physisch nicht mehr da sind. Und der Körper eigentlich dann wirklich wahllos wird, weil sie ihn ja nicht mehr steuern können, weil sie einfach nur auf Platz sind. Und dadurch kann man sie dann wieder rausholen, indem sie sich selbst ihre Fähigkeiten nehmen und ihr Bewusstsein. Und dann, wenn sie merken, dann machen die auch meist ganz viel vom Bewusstsein her und irgendwann merken sie ihre Fähigkeiten und dann sind die draußen und sind ganz, haben mit dem alten Thema gar nichts mehr zu tun. Kannst du irgendwie sozusagen auch in die Zukunft gucken, also wenn diese Zeit eben nicht so fest ist, kannst du irgendwie einen Ausblick geben, wie geht das mit uns weiter, also wenn wir uns die Welt angucken, habe ich ja schon beschrieben, viele sorgenvolle Sachen am Horizont und es gibt ganz düstere Szenarien, die geplant sind. Weißt du irgendwie, wie wohin der Zug geht? Also sagen wir so, wenn man jetzt die nächsten Jahre mal anguckt, vom Bewusstsein werden immer mehr Schöpfer aufwachen und werden das Spiel verändern. Und das heißt aber auch, dass die Menschen an positiven Projekten arbeiten oder an Projekten, wo die Menschen vom Bewusstsein her Sachen lenken werden, die Spaß machen. Und dann werden diese Negativ-Voraussagungen, die jetzt alle so da sind, kriegen keine Wertigkeit mehr, weil da kein Bewusstsein mehr geschaffen wird dafür. Und dadurch lösen die sich wieder auf. Und jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, irgendwo will einer nochmal so ein tolles Kriegsszenario spielen, dann wird er das vielleicht an einem Ort spielen können, aber es wird keiner mehr mitspielen. Und er wird dann ganz schnell merken, dass es einfach nicht mehr da ist.
im Grunde ist das ja schon so. Ich meine, wie lange trommeln die schon für einen Irankrieg oder sowas, ne? Und dauernd wird irgendwo gezündelt, aber es scheint schon so ein bisschen so zu sein, dass einfach ganz viele keine Lust mehr haben, ja, jetzt schon wieder noch Syrien angreifen oder das noch. Muss ja nicht wirklich sein. Also es gibt noch ein paar, die spielen das Spiel vielleicht noch irgendwo an der Grenze, da werden mal so ein paar Mörser abgeschossen oder so, aber so richtig den vollen Einsatz. Und das, genau, das ist eben das, was sich jetzt auch von den Schöpfern verändert, dass immer mehr Bewusstsein eröffnet wird, dass einfach solche Spiele einfach sich verändern, dass neue Spiele sind. Also jetzt sind wir ja auch in dem Zeitalter, das ist nächstes Mal, wo neue Spiele kommen, weil die alten sind ja schon lange gespielt worden. Schon über Jahrhunderte immer das Gleiche oder Jahrtausende. Wieder neu. Und jetzt sind wir wirklich in einem Ding, wo was ganz Neues passiert. Also neu in der Sicht, dass neue Spiele entstehen, weil die Menschen ja bewusst werden. Das ist also auch gar nicht festgelegt. Also du kannst jetzt nicht ins Jahr 2030 gucken und dann sagen, das ist passiert. Oder kann man das? Oder ist das eben wirklich nicht, kann sich das total frei verändern? Also man könnte, aber das, was jetzt auf der Zeitschiene stehen würde, wäre das, was Schöpfer aus ihrem Bewusstsein erstmal platziert haben, aus dem Raum heraus, aber das kann sich jederzeit ändern. Hm. Das heißt, es kann sein, dass 2030 wir einen wunderschönen Planeten haben mit ganz viel Energie und wir gar nichts mehr tun, aber es kann auch was ganz anderes sein, dass die Erde vielleicht gar nicht existiert, weil wir auf ganz anderen Bewusstseinsebenen sind oder für uns die Erde keine Bedeutung mehr hat. Das heißt, es kommt immer darauf an, welche Schöpfer jetzt aktiv spielen. Und was jetzt auf der Zeitlinie steht, ist, würde ich sagen, momentan sehr relativ. Also das ist sehr schnell bewegt, weil umso mehr Aufwachen, umso mehr Spielen auf der Zeitschiene, umso mehr Räume werden erzeugt, umso mehr Neuigkeiten werden aufgebaut und dadurch ändert sich das Spiel ganz schnell. Das ist also ganz schwer vorhersagbar sozusagen. Genau, also wir können dann im Grunde sagen, nicht das und das passiert und oh Gott, sondern wir machen selber was, wie die Welt aussehen wird. Also das ist ja auch dann das, was das Neue ist, dass der aufwacht, anfängt, die Welt neu zu gestalten oder neue Spiele aufzubringen, wo Spaß machen. Und dann entstehen neue Ebenen. Sehr spannend. Also du hast, oder ihr habt das Buch geschrieben, genau. Du bist ja nicht alleine hier. Du hast die beiden Kollegen da entdeckt, die haben mal das Buch angeregt sozusagen. Oder wie ist das entstanden? Genau, also wir haben uns vor 10 Jahren getroffen und da wollten wir ein Buch schreiben. Und dann haben wir dann doch nochmal uns verloren und jetzt haben wir uns nach 10 Jahren wieder getroffen und dann haben wir gesagt, so jetzt schreiben wir das Buch und dann haben wir mal alles Wissen, was so da ist, wo ich dann sagte, das schreiben wir mal auf, dann einfach mal zusammengepackt, was ein Schöpfer ist. Aber um das Schöpferbewusstsein mal wirklich, wie sagt man schon, physisch darzustellen. Das ist gar nicht so einfach, aber es hat funktioniert. Sehr interessant. Ich habe es noch nicht gelesen, aber ich hoffe, ihr lasst eins da. Riecht noch ganz frisch nach der Druckerei. Und abgesehen davon, von dem Buch, berätst du auch Menschen? Also ich sag mal, mit deinen Fähigkeiten, da würde ja sicherlich der eine oder andere gerne mal zu dir kommen und sagen, du, ich habe irgendwie Probleme. Kannst du da mal gucken? Oder? Also mache ich schon. Momentan weniger, momentan tue ich mehr Firmen beraten, aber ich habe eine Zeit lang auch ganz viel mit Ärzten zusammengearbeitet, wo ich zu den Ärzten hingefahren bin und dann dort die Menschen angeguckt habe und das mache ich jetzt momentan zwar auch noch, aber ich mache es aber jetzt weniger, weil es sehr anstrengend ist, wenn man immer, die meisten kommen übrigens irgendwelche Krankheiten und wenn man dann so 10 Leute anguckt, dann will man eigentlich nicht mehr, weil das Spielfaktor dann weg ist. Ja, ist immer dasselbe. Genau. Und dann habe ich mir gedacht, ich will einfach für mich das Spiel verändern, ich will jetzt Spaß dran haben. Und dann mache ich Firmen. Und bei Firmen ist ja so, dass es viel mehr Spaß macht, weil man dort ganze Sachen bewegen kann. Wenn eine Firma in eine positive Richtung geht, bewegt es ja die Menschen, die dort mitarbeiten, auch wieder in eine positive Richtung. Und dadurch entsteht ja ein gutes Bewusstsein und die Menschen werden von dort aus dann wieder gesunder und die Firmen werden gesünder. Gibt es das denn, dass so Firmenleute wirklich auf jemanden wie dich zugehen und sagen, sag mal, guck dir mal die Firma an, sind die da offen für? Man denkt ja immer, da sitzt oben so ein Manager und die sind eben rein auf Zahlen und Profit ausgerichtet. Sind da spirituelle Leute auch drin? Die meisten sind erstmal nicht so spirituell, aber sie wissen, dass wir es verändern müssen. Mhm. Und dann, bei mir war es immer jetzt durch Mundpropaganda, ist es immer so passiert,
dass ich in Firmen reinkomme, die sind echt nicht klein, sind schon groß. Und dann wird dort wirklich mit dem Inhaber geguckt, wo die Firma steht, welche Bewegung sie hat, welche Menschen drin sind, und dann wird eigentlich mit dem direkt gearbeitet. Und da entsteht dann echt viel Bewusstsein, da verändert sich dann in alle Ebenen dann. Also auch da findet, auch in den Firmen findet Bewusstseinswandel statt, sozusagen auch teilweise gezwungen, weil die merken, oh, wenn das so weitergeht mit der Firma oder überhaupt mit der Wirtschaft oder was auch immer, dann kriegen die auch ihre Ängste und dann müssen sie sich vielleicht auch mal der Erkenntnis öffnen, dass sie eben da auch etwas erschaffen mit der Firma und auch was diese Schöpfung verändern können. Richtig, und die meisten sind ja so, dass sie Firmen aufgebaut haben und eigentlich den Bezug zu ihrer Firma eigentlich verloren haben, weil sie nur die Zahlen angucken, aber nicht mehr das Spiel oder den Faktor, warum sie diese Firma haben, verloren haben. Ja. Und dann, wenn man ihnen wieder das zeigt oder wo sie sind, dann fangen sie an, wieder Spaß zu haben und verändern die ganze Firma in eine gute Firma. Klingt sehr spannend. Also ich hoffe, dass hier vielleicht durch die Sendung angeregt sich auch die eine oder andere Firma nochmal an dich wendet und dass in dem Bereich viel passiert. Ich schätze, wir laden dich irgendwann nochmal wieder ein oder machen vielleicht nochmal das nächste Gespräch. Jedenfalls danke ich dir erstmal für die Einblicke und bin noch neugierig, noch mehr von dir irgendwann zu erfahren. Gerne. Aber ich will nochmal, wie gesagt, das Buch nennen, die Reise als Schöpfer auf unserer Erde. Also das ist ja das genau das Thema bei BewusstTV, dass wir uns bewusst machen, dass wir schöpferische Wesen sind. Genau. Und da ist sicherlich das eine oder andere noch drin, was man noch brauchen kann. Also vielen Dank, Roman. Ja, ich habe auch zu tun.